Lerne Deutsch von Dominik Bexenberger. Kapitel 38 Musik. Text 1. Es gibt viele verschiedene Arten von Musik. Ich höre gerne elektronische Musik. Bei dieser Musikrichtung wird Musik am Computer produziert. Sie hat starke Bässe und ist sehr melodisch. Am liebsten höre ich sie zum Tanzen in der Disco. Aber ich höre sie auch zum Arbeiten gern. Aber dann nicht so hart, sondern eher sanft und entspannend. Die Musik erzeugt dann einen schönen Rhythmus zum Schreiben und zum Denken. Hip-Hop gefällt mir auch sehr gut. Hip-Hop-Musik hat viel Energie. Ich höre sie gerne zum Trainieren oder zum Joggen. Genauso wie Rockmusik. Das hilft mir, mich motivierter zu fühlen. Musik transportiert Energie und die aggressive Energie von Hip-Hop oder Rock ist perfekt, um mich richtig motiviert zu fühlen. Und zum Entspannen höre ich gerne Jazz. Das ist die perfekte Musik zum Augenschließen und Träumen. Was hörst du zum Entspannen? Welche Musik hilft dir, dich zu motivieren? Und welche Musik bringt dich zum Tanzen? Text 2. Der Mensch macht schon sehr lange Musik. Die ältesten Instrumente, die man gefunden hat, sind 35.000 Jahre alt. Es sind Flöten, die aus Knochen gemacht wurden. Man glaubt aber, dass Musik noch viel älter ist. Warum der Mensch angefangen hat, Musik zu machen, weiß man aber nicht. Seit Jahrtausenden benutzen verschiedene Völker Musik in ihren religiösen Ritualen. Sie benutzen Trommeln, Gesang und Tanz, um Geister und Götter zu beschwören und sie um Hilfe zu bitten. Das bekannteste Ritual ist wohl der Regentanz der Indianer. Aber natürlich gibt es viele andere Rituale, die verschiedene Zwecke haben. Ab dem Mittelalter wurde Musik in vielen Kulturen zu dem, was wir heute kennen. Es entstand der Beruf des Komponisten und Musikstücke wurden Kunst. Der Komponist wollte in der Musik seine Ideen ausdrücken und eine Nachricht für die Hörer schaffen. Natürlich ist nicht alle Musik Kunst. Viele Musikstücke sind nicht so einzigartig, wie die Kunst eigentlich sein sollte. Für viele Menschen ist Musik Unterhaltung. Sie hören Musik zum Arbeiten, zum Sport machen, zum Entspannen oder zum Tanzen. Sie genießen den Rhythmus, die Emotionen und die Energie, die Musik in ihrem Alltag erzeugt. Text 3. Ein Musikinstrument ist ein Gegenstand, der gebaut wurde, um Musik zu machen. Theoretisch kann jeder Gegenstand, der Töne produzieren kann, als Instrument benutzt werden. Manche Leute sagen auch, dass die menschliche Stimme ein Instrument ist. Es gibt verschiedene Arten oder Kategorien von Musikinstrumenten. Man unterscheidet sie durch die Art, wie sie benutzt werden. Es gibt zum Beispiel die Blasinstrumente. Blasinstrumente sind Instrumente wie das Saxophon, die Trompete oder die Flöte. Man bläst Luft in sie hinein und das erzeugt einen Ton. Das ist der Grund, warum sie Blasinstrumente heißen. Die Art der Benutzung ist das Blasen. Weiterhin gibt es die Schlaginstrumente. Schlaginstrumente sind zum Beispiel Trommeln oder auch das Xylophon. Man schlägt auf das Instrument und erzeugt eine Schwingung, entweder in der Luft innen im Instrument oder im Körper des Instruments. Darum heißen die Instrumente Schlaginstrumente. Die Art der Nutzung ist das Schlagen.
Eine andere Kategorie der Instrumente sind die Streichinstrumente. Die Geige ist ein Streichinstrument. Sie hat Saiten, die man mit einem Bogen streicht. Durch das Streichen schwingt die Saite und das erzeugt einen Ton. Die Art der Benutzung ist das Streichen. Eine andere Art Instrumente sind die Tasteninstrumente. Ein Klavier oder ein Akkordeon haben viele Tasten, die man mit den Fingern drückt. Im Instrument ist ein Mechanismus, der den Ton erzeugt. Der Mechanismus ist von Instrument zu Instrument verschieden. In der letzten Kategorie sind die Zupfinstrumente. Die Gitarre und die Harfe sind zum Beispiel Zupfinstrumente. Man zupft kurz an einer Saite und die Saite beginnt zu schwingen. Das ist ähnlich wie bei den Streichinstrumenten. Nur streicht man nicht die Saiten, sondern man zupft sie. Text 4. Thomas singt in einem Chor und spielt in einem Orchester. Er hat eine gute Stimme und ein gutes Rhythmusgefühl. Im Orchester spielt er Gitarre. Er spielt schon seit seiner Kindheit. Er übt jede Woche ein paar Stunden und nimmt Klassen in einer Musikschule. Später möchte er in einer erfolgreichen Band spielen und viele Konzerte geben. Sein Orchester gibt auch Konzerte und nimmt sogar CDs im Studio auf. Aber Thomas will später seine eigene Musik komponieren und seine eigenen Texte schreiben. Darum übt er jeden Tag fleißig Gitarre, trainiert seine Stimme, komponiert Melodien und schreibt Texte für seine Lieder. Vielleicht kannst du bald eine CD von Thomas kaufen.